Hallo Rio, meine werten Diablo 4 Fans und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier weiter mit einer Runde Diablo 4 Hauptgeschichte und Hotte Hühn Richtung des Quests. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob das hier der letzte Akt ist, in dem wir uns befinden, oder ob dann noch ein letzter Akt danach kommt. Der letzte Akt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir müssten auch schon ziemlich nah dran sein, also die Hotte Hü-Runde müsste dieses Mal etwas kleiner anfallen, genau. Aber das weiß man ja nie. Also die sind ja gerade sehr gut dabei, einen hin und her zu schicken. So, was machen wir denn hier? Sucht Walter in der Aschewüste. Hallo Walter, wo bist du? Suche Walter. Was ist da? Das sieht irgendwie special aus. Wir uns da mal drum kümmern. Haken, Herrschaften. Wie geht's euch denn hier? Ich hätte hier ein paar Geschenke für euch. Hier sowas. Mehr Zeit. Ja, da leckt's ein bisschen. Da habe ich garantiert nicht zweimal drauf gedrückt. Interessant. Die Falle kommt sehr spät raus, obwohl ich da schon auf den Knopf gedrückt habe. Oh oh. Oh oh. Ich habe keine Energie mehr. Hoffen wir mal, dass sich das gleich noch legt. Ein großer Leggy-Leck hier bei mir. Darauf habe ich nicht so Bedürfnisse. Mal. Ja, das hat für den gereicht. Ja, ja, nicht genug Energie. Du nicht auch nicht genug Energie. Das hat wunderbar viel Energie. Die geht nur immer wieder und kommt immer wieder. Den Spruch, ob man ihn irgendwo streichen kann, dass er das ständig sagt. Ja, natürlich spamme ich die raus. Die Energie. Ich will die ja benutzen. Such. Such Waldo. Oder wie heißt das Buch? Stille Truhe. Nee, da braucht man Special Schlüssel für. Dann hängt das und leckt das. Und gibt es hier irgendwo eine Sackgasse, wo man den suchen könnte? Hier, das sieht nicht schlecht aus. Genau. Hallo, ist hier Waldo? Folgt ihr mir in die Hütte? Nee. Dann steigen wir hier eine Runde ab. Wie kann man friedlich absteigen? So, kann man friedlich absteigen. Oh, nee, die folgen mir in das Häuschen rein. Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Und tschüss. Explosiver Kessel. Alles klar. Der Kessel stinkt nach Dämonenfeuer, Schwefel, Asche und Blut. Da kommt was auf mich zu. Die trifft mich sogar tatsächlich. Waldas Zauberbuch. Die Prophezeiung lebt in meinen Träumen. Sanctuario fällt und somit auch ich. Doch laut Elias gibt es auch einen anderen Weg. Lilith, ich spüre eine Verbindung zu ihr tief in meinen Knochen. Ich weiß, dass es irgendwo eine Antwort gibt. Manifest. Meine Schwester verstehe nicht, dass wir mit Lilith mehr gemeinsam haben als mit ihren Feinden. Der Baum mag außerhalb des ewigen Konflikts existieren, doch wir tun es nicht. Unser Überleben liegt in den Händen der Mutter Sanctuarios. Man muss alle lesen und dann geht's erst weiter. Habt ihr die Angewohnheit, in den Häusern anderer Leute herumzuschnüffeln? Naja, mehr oder weniger schon, würde ich sagen. Walter, Thaisa hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Thaisa hat euch unwissentlich in euren Tod geschickt. Am Ende wird sie die Torheit ihrer Jagd auf Elias erkennen. Und sie wird wissen, dass Lilith unsere Zukunft ist. Okay. Ich habe die Optik von meiner Facecam geändert. Was haltet ihr davon? Ist das besser oder schlechter? Oh, die will kämpfen. Ist mir ja nicht aufgefallen. Ja, ganz zäh, die Liebe. Einen ganz langsamen Start hingelegt, wie ich zum Glück. Läuft die so hin und her, die da im Ziel mit? Aber nur so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, die Oma. Scheint so. Kein größeres Ziel damit zu verfolgen. Vielleicht ist das problematisch für irgendwelche Nahkämpfer. Die gehen ja auch ein bisschen Tracking immer in ihren Attacken, also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich ziehe nicht sakrisch viel ab, aber sonst passt. So, dann gehen wir in die so und dann spammen wir hier so raus. Und brauche mehr Energie. So und dann gehen wir noch einmal da und dann spammen wir wieder ein bisschen Standardattacke, um ein bisschen Energie zu machen. Dann läuft sie rum und hinterlässt irgendwas. Für den Kessel. Ja, ein Ding hier mehr Fallen für dich. Hier durch meine Fallen durch, das ist aber nett von dir. Und die nächste auch noch. Das ist aber zu großzügig von ihm. Ah, die nicht. Okay. Dann kommen die ganzen Feuerdinger ans entspannt ausweichen. Jetzt kommen wieder ihre Beschwörungen wahrscheinlich. Genau.
Aber passt, jetzt ist sie bis dann. Jetzt werden wir hier unsere Energie raus. Ja, ja, das wird. Ich weiß, dass wir keine Energie haben, Herr Charakter. Ich habe sie auch gerade rausgespammt. So, wo gehen sie hin? Da drüben gehen sie hin. Nehme ich mal an. Da stelle ich hier mal meine ganzen Fallen auf. Da dürfen sie dann gerne drin aufwachen. Jetzt kommen ganz viele Hagelsfeuerbällchen, alles klar. Jetzt müssen wir mal ausnahmsweise mal das Standard ausweichen. Das benutzen wir irgendwie sonst gar nicht in letzter Zeit. Ja, immer durch Fertigkeiten ausweichen. So, jetzt gehen wir mal kurz hier unsichtbar machen, ein bisschen rumrennen, dabei Leben und Energie regenerieren. Und dann kommen wir wieder raus aus der Unsichtbarkeit und werfen hier mal ein paar Krähenfüße unter die Füße. Über die Sohlen. Das klingt besser als zweimal Füße. So, und hier jetzt einmal sowas spammen. Ja, ja, ja. Aber als würden wir irgendwas entkommen wollen. Hm? Wir wollen dich fertig machen. Du hast uns ja einfach angegriffen. Wir wollten hier quatschen, du warst nicht da. Wir haben es eilig, weil wir die Welt retten wollen. Haben wir mal schon mal in die Bude reingeguckt. Man könnte auch sein, du liegst irgendwo draußen tot rum. Hm? Hier ist ja nicht gerade sicher. Und dann willst du einfach angreifen. Nur weil du nicht unserer Meinung bist. Hm? Ja, ja, ja. Wir haben nicht angefangen, Schätzchen. Wir haben nicht angefangen. Tun wir mal jetzt nicht so. Hm? Spam, spam, spam. Falle, Falle, Falle. Oh nein, jetzt weicht sie meiner Falle aus. Oh nein. Wo wird sie nur hinauskommen? Ich werde keine Chance haben. Sie läuft durch meine Fallen. Ja, am besten durch irgendeine oder auch durch keine. Nein. Du läufst nicht mal durch eine Falle durch. Ja, komm, komm mal her. Du willst mich doch treffen, oder? Folg mal der Falle. Oder irgendeiner. Yay, irgendeiner hat sie gefolgt. Perfekt, was will man mehr? Unsichtbar machen, Fallen platzieren, Attacken durchspammen. Die Schrotflinte von viel zu nah. Schreit wieder ein bisschen. Ah, Feuerbälle. Meine Feuerbälle sind aber gefährlich. So, macht sie hier voll die Hagebutten-T-Attacke wieder, verfolgt einen und da kommt sie und sie kriegt ein bisschen was, eine Giftfalle und eine Schrotflinten-Attacke direkt von ganz nahem. Jetzt ein paar Krähenfüße, damit ihr langsamer Gang noch langsamer wird. Einmal eine Rauchwolke, ein bisschen regenerieren, la 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 la. Dann platzieren wir eine Falle, machen sie dadurch verwundbar. Spammen ein bisschen unsere Energie weg. So. Fiole mit gereinigtem Quecksilber erhalten. Gern geschehen. Blöde Lusche. So, der Wegpunkt ist näher. Dann gehen wir von da aus, würde ich sagen. Okay, ich durfte nicht, weil ich musste diesen Gegenstand beim Teleportieren, ist der mir aus der Tasche gefallen. Also musste ich den wohl persönlich durch die Gegend transportieren. Dann machen wir das. Halt ohne Teleportieren. Geht auch so. Ich wollte es mir nur ein bisschen einfacher machen. Den Weg sozusagen shortcutten, abkürzen. Komm schon. Ist das ein Lag gewesen oder habe ich da an der Klippe festgehangen? Kam mir ein bisschen vor wie ein Lag. Das Spiel ruckelt eh gerade ein bisschen. Können wir von hier aus das benutzen? Nee, wir sind geschützt. Unsterblich sind wir auf dem Pferd. Das ist das Pferd auch unsterblich damit? Ich weiß es gar nicht. Könnte man fast mal Stress testen. Aber ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will zum Hauptquest. Ich will das Hauptquest weitermachen. Wie weit ist denn das noch? Ja, wir sind ganz nah dran. Ganz nah dran. Hier noch durch. Und dann muss es hier einen Durchgang geben. Genau, über eine Brücke. Ja, sieht gar nicht gefährlich aus. Gar nicht gefährlich. Ah, ihr seid zurück. Legt das gesäuberte Quecksilber in die Schüssel auf den Tisch. Ah ja, okay. Mach mal. Welche Schüssel auf welchem Tisch da? So, ist drin. Und jetzt? Yo, yo, yo. Ich habe Walter getroffen. Und wie geht es meiner Schwester? Tot. Werfer stellte Lilith über eure Freundschaft. Elias überzeugte sie, sich ihm anzuschließen. Das kann nicht sein. Sie hätte es besser gewusst und Elias nicht vertraut. Nicht Elias hat sie verführt, sondern Lilith. Sie fand ihre Ideale überzeugend. Eben. Werther war meine Lehrerin. Sie leitete mich an, als ich in den Dienst eintrat.
Das ist traurig. Schwer zu glauben. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie meine Verbündeten sich Lilith angeschlossen haben. Menschen, von denen ich dachte, sie seien stärker. Aber deshalb müssen wir weitermachen und den Stein reparieren. Wir sind ja damit dabei. Niemand mehr auf ihre Lügen hereinfällt. Ja, es ist schon noch. Zuerst das Quecksilber. Gebt etwas davon in den Topf. Ich hab gedacht, das hätte ich schon gemacht. Vermischt das Quecksilber, okay. Erhöht die Hitze. Dreht okay. Das Rad zweimal. Jetzt muss ich jetzt veräppeln. Welches Rad? Dreht am Rad. Ja, ich drehe am Rad. Eins. Zwei. Oder war es dreimal? Dreht noch einmal. Ja, willst du mich veräppeln? Vergesse ich gerade den Schwefel. Zermalt ihn im Mörser. Okay. Warum muss ich das jetzt machen? Du bist doch für das Zeug hier zuständig. Schashilju Kilnim. Bibbidi babbidi. Schashilju Kilnim. Hexe Hexe Hu. Schashilju Kilnim. Gabbeli Flö Babum. Warum hast du auch das gesagt, was du gesagt hast? Du hättest meine Worte benutzen Nein, müssen. Es funktioniert nicht. Lusche. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Ich riskiere hier jedes Mal mein Leben. Sprech draußen mit mir. Naja, dann. Was gibt's hier er draußen? Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Naja, erster Versuch. Was können wir mal tun? Ganz ruhig. Ich vermute, er traut sich selbst nicht mehr. Wir können nicht all seine Zweifel ausräumen. Doch was ihm aktuell Kummer bereitet, sein Sohn, da gibt es einen Weg. Er wird ihm aber nicht gefallen. Wozu wollt ihr ihm helfen? Ihr könntet uns einfach unseren Schicksalen überlassen. Jeder braucht eine Erinnerung daran, dann und wann, dass man Gefahren besiegen kann. Man muss es nur versuchen. Horadrim, kommt her. Was? Wieso? Ich möchte euch etwas zeigen. Eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Ich glaube, das würde euch gut tun. Okay, folgt ihr uns jetzt? Oh, alle folgen uns. Ah, wir müssen hier runter. Okay, lass uns mal checken. Haben wir da irgendeinen Punkt? Nee, haben wir nicht. Klettern wir alle. Kann der Mops auch noch klettern? Wahrscheinlich, oder? Nee, der teleportiert sich hinterher, oder? Ja, wurden beide hinterher teleportiert. Interessant, oder? Aber stylischer Weg hier runter. Und aufs Hodohü springen. Den Kämpfen ausweichen natürlich. Und gehen Hauptquest halten. Warte, ist das hier das Hauptquest? Nee, das ist irgendeine Aktion. Irgendein Event. Das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Dankeschön. Wir sind viel interessierter an... da oben ist ein Schrein. Der könnte uns tatsächlich was bringen. Tödlicher Schrein. Alle Treffer sind kritische Treffer. Oh, da steigen wir mal ab. Das gucken wir uns mal an. Wie sieht das aus? Wenn wir so große Zahlen. Langweilig. Ich habe keine Energie mehr. Ja. Passt. Alles kritisch. Weiter geht's. Das interessiert mich dann nicht. Auch der kurz Rammschaden vom Pferd. Es bleibt nichts für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Der Käfig der Trauer. Nein, wir lassen dich nicht zurück. Wohin zurück? Nix zurück. Du kommst mit, wir retten die Welt weiter. Meine Fresse. Mal aufgeben, nicht mitmachen wollen, dieser Donner. Nein, Horadrim. Ihr werdet bei uns bleiben. Es gibt noch mehr zu tun. Eben. Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Taisa, was tun wir hier? Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen, sei es Furcht oder Trauer. Wer ist... Nein, nein, ich habe genug davon. Und was werdet ihr stattdessen tun,
Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Ich... Wo ist euer Abenteuersinn, ha? Huh? Habt ihr ihn in eurer Jugend verloren? Geht hinaus und bietet dem Sumpf eine Opfergabe dar. Einen Ring, eine Halskette, etwas, das euch lieb und teuer ist. Währenddessen wird unser Freund hier zwei Dinge auftreiben. Madensekret und gelben Lotus. Okay. Das ist töricht. Ich würde sagen, klingt doch super. So ein kleines Ritual. Vielleicht hast du tatsächlich irgendeinen Fluch von Lilith auf dir oder der auf dem Seelenstein war. Dass du vielleicht wirklich irgendwas hier opfern musst und bla und dann deinen wahren Mut wieder erlangst. Weil so ein Rumlabern macht die Welt nicht besser. Ne? So, oh, ich will nicht, ich kann nicht, alles ist so schlimm und bla. Oh, oh, da ist ja ein Elite-Bogen. Der Regen ist gerade Feuer. Hat er mich gerade eingeholt, ne? Und dann muss er durch eine neue Falle hindurch. Oh, komm mal, ich helfe dir mal. Komm, hier bleib ich. Du darfst mich angreifen. Hast aber nicht gemacht, ne? Hey, Strafe. Was ist deine Chance? Und... Rauchwolke! Verwundbar alle! Und riskieren getroffen zu werden? Energie war vorher leider alles. Jetzt kommen sie, na toll. Ihr hättet gerade schön mitkämpfen können und ihre Querschläger mit einkassieren. Naja, so ist es halt. Dann müssen wir wohl durch. Gib her, genau. Aber sollen wir mal Ausrüstung checken? Nee, das bringt eh nichts, weil ich ganz viele Elite-Sachen anhab, die schlechtere Item-Level, schlechtere Rüstungsklasse haben. Ich jetzt aber für die Fertigkeit behalten will. Genau, folgt mir mal ein bisschen. Dann lohnt sich's auch für mich. Wobei, nee, die latschen so langsam. Haben die hinteren schon wieder aufgehört, mich zu verfolgen. Komm, 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 traut euch. Bis jetzt passt's vielleicht. Wir sind alle tot durch die Fallen. Yeah, nicht einen Pfeil abschießen müssen. Also den einen Pfeil, den ich abgeschossen habe, der war uns nichts. Aber ich habe keinen Pfeil abschießen müssen. So, hier können wir wieder alle ein bisschen folgen. Da lohnt sich auch meine Falle. Ja, 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 gut. Es werden mehr und es werden weniger, weil wahrscheinlich ein paar aufhören, mich zu verfolgen. Ja, das habe ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, ich habe das und das und das. Und die anderen auch, bitteschön. Ich habe nicht genug Energie. Dies geht so schnell weg, die Energie. Das ist echt das, wenn ich ein paar passive Punkte irgendwann kriege, das ist, worum ich mich kümmere. Irgendwie die Energieregeneration verbessern. Das ist echt nervig. Ich kann nur irgendwie dreimal schießen oder so, wenn alles voll ist. Und dann ist vorbei. Ist das hier irgendwas? Naja, wahrscheinlich Gegner wegschnetzen. Jetzt spawnen sie immer mehr Gegner und mehr Gegner und irgendwann kommt wahrscheinlich ein Gegner. So tippe ich jetzt mal. Ah ja, da steht's auch. Tötet Maden, um die Madenkönigin hervorzulocken. Ich muss es nicht mal erfinden, da steht's an der Seite. So, was machen wir da? Wir machen das, wir machen das, dann machen wir das. Wir machen das so. Gehen hinter die und spammen hier einmal unsere ganze Energie in sie rein und hat sich das ein bisschen Abstand, falls sie explodiert. Tut sie nicht. Gut, Sekret der Madenkönigin erhalten. Noch gleich geguckt. Reittier durfte man hier nicht benutzen. Ne? So, was sagt die Karte? Oh, hier haben, können wir was einfordern. Und zwar in Fertigkeiten. Okay, jetzt haben wir eine neue Fertigkeit erhalten. Wenn wir die ultimative Fertigkeit einsetzen, dann regenerieren wir ein bisschen Energie. Das heißt immer erst gut das wegspammen. Dann kann man die benutzen und dann kann man die wieder spammen. Dann hat man kaum noch Energie und dann kann man sich unsichtbar machen und dann kann man das wieder spammen. Und schon ein paar mehr Möglichkeiten jetzt Energie. Man muss ja halt nur noch natürlich. Jetzt habe ich es einfach nur gedrückt, ne? In günstigen Momenten benutzen. Aber das ist ein mehr. Ich habe dann noch
Jetzt habe ich noch keinen Punkt reingemacht. Kann man natürlich auch mal probieren. In der Bewegung hat man mehr. Aber ist die Frage, zählt so ein Dash auch als Bewegung? Dass man während der Bewegung habe ich mehr Energieregeneration. Aber da redet man natürlich von Passive. Ich will natürlich eigentlich bei einem Treffer oder so mehr machen. Es ist nicht so wirklich noch viel drin für so ein bisschen passiv und so ein bisschen Glückschance erhöhen. Dann ist noch ein bisschen vom Skilltree zumindest Energieregeneration möglich. Jetzt habe ich die Fall zum Beispiel eingesetzt. Ich habe jetzt alles benutzt. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen. Also Energieregeneration von für den Skills her habe ich nicht mehr so viele Optionen. Es muss leider doch alles durch Ausrüstung anscheinend kommen. So, in der Richtung haben wir alles aufgedeckt. Dann gehen wir in die Richtung. Ja, ja. Kleine Made, da kann man ignorieren. Du darfst weiterleben. Ich erlaube es dir. Achso, du folgst mir zu lange. Dann nicht. Dann bitte nicht. Dann darfst du zu Hause bleiben. Oh, nein, nein, böse. Aus. Sitzplatz weg. Nein, nein. Von dannen! Ziehe von dannen! Aus, Bello! Und jetzt? Und wieder alles falsch benutzt. Was soll's? Also, ja, neuer Rhythmus. Alles falsch benutzt. Und die Elite da? Ja, genau. Ich dachte, wir nehmen ja gar keinen Schaden. Jetzt habe ich auch gedacht. Energie regeneriert. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Oh, ich hab gedacht, da wäre genug Abstand, aber war ganz offensichtlich nicht genug Abstand. So. Locken wir wieder ein bisschen alle zusammen, dass es sich auch lohnt. Genau. Oh, hier ist das Ziel. Gelber Lotus. Haben wir schon. Wunderbar. Spammen. Pfanne einsetzen, weiter spammen. Hat sich's auch gelohnt. Naja, gehen wir denselben Weg zurück, oder? Wir wollen hier doch eh nicht groß. Hier müssen wir vielleicht eh gleich noch lang zur Ritualstätte zurückkehren. Alles klar. Der Huradrim ist das Warten leid. Gebt die Gabe des Sumpfes in den Kessel, um einen Tee zu kochen. Der Tee hilft ihm dann. Ich halte es nur für eine Verschwendung eurer Zeit und meiner. Wird schon seinen Grund haben. Warte aber mal ab. Können wir der Fluch, der da auf dir liegt, vielleicht heben. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Gut, machen wir. Wo, welche Feuerschalen meinst du? Ah, diese drei hängenden. Das sind Feuerschalen. Okay. Stylisch. Achten worauf? Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Gut, legen wir los. Anscheinend hat das nötig. Davon getrunken und haben jetzt alle unsere Dämonen davon geschreien, voll auf Drogen. Sie scheint so, sie guckt so in ihre Hände. Wie sollte das im Übrigen sein? Was ist hier? Träumt er jetzt, dass wir da liegen? Oh nein, sie kommen! Nee, wir schlafen einfach nur. Vater, das werde ich. Keine Sorge. Ja, er hat so ein Trauma durch seinen Tod seines Sohnes und so. Zu viel verloren. Vater. Jochen. Mein Sohn. Wie ist das möglich? Mein Sohn. Bitte komm zu mir zurück. Das geht komm nicht. Zurück. Ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht, ich... Mich gehen lassen?
deine Augen. Du wolltest doch. Du warst bereit. Du musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt. Bitte. Bitte. Vater. Ich bin bereit. Tja. Was soll man dazu sagen? Ein Portal. Wirkt ganz so, wirkt ganz so. Oh, jetzt wollte er noch was sagen. Frechheit. Immer diese langen Atempausen. Ich hätte gerne den Satz gehört. Hatte ich euch nicht gewarnt, dass die Horadrim euch nur aufhalten würden. Ja, aber wer soll mir sonst einen Seelenstein geben, du? Seht sie euch an. So von ihren Gefühlen verzehrt, dass sie vergessen, was wirklich zählt. Ist die wahre Bedrohung, nicht Elias. Ja, was einer hat ja mit dem anderen zu tun. Ich weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Jo. Mein Stille? Schicksal ist an das eure gebunden. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario verloren. Noch habt ihr eine Chance, sie aufzuhalten. Ja klar, wir arbeiten gerade dran. Wir Was, arbeiten doch schon dran. Wenn ich euch ein Portal aus diesem Sumpf öffne, überlasst Elias den Horadrim. Diese Sünde müssen sie selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith gemeinsam aufhalten. Und wie? Sag noch vorher wie. Weil es ist alles so... Ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde. Bringt mich zu ihnen zurück. Und? Macht das? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und dann seht ihr, wer eure wahren Freunde sind. Ich würde die Leute denn nicht als Freunde bezeichnen, aber zumindest glaubwürdiger als du. Nehmt das Portal zurück zu euren Verbündeten. Ja, Verbündete. Verbündete klingt gut. Nicht Freunde, aber Verbündete. Wenn Lilith sieht, könnt ihr nur euch selbst Vorwürfe machen. Vorwürfe. Laberbacke. Hey, Level up. Und sagst du noch was? Okay. So, was gibt's jetzt hier zu besprechen? Ah, Donan ist am Arbeiten. Okay. Wie geht es ihm? Ich weiß noch nicht. Er ist stundenlang herumspaziert, bis der Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Sumpf lohnt sich mehr als eine kurze. Okay. Eure noch länger, wie es scheint. Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt, wie der Horadrim? Ja, sozusagen. Hoffentlich zum letzten Mal. Sozusagen. Fangen wir an. War sein Pelz schon immer weiß da hinten? Nee, er sah gerade nur weiß aus, das Anklicken. Gebt das Quecksilber in den Topf. Jo, machen wir. Und das Feuer. Dreht zweimal am Rad. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Eins. Zwei. Zermalt nun den Schwefel. Vorsichtig. Er gibt viel genauere Anweisungen, schon klar. Und jetzt mit Donan sprechen. Eine Sequenz, wie er es schafft. Sonst gäbe es hier keine Sequenz. Hä? Er ist vielmehr bei der Sache. Seine Traumata überwunden. Und jetzt macht er Uga Buga, Alecto Blago. Hammer. Oh. Hammer. Doch kein Zauberspruch. Diesmal mit dem Hammer. Chachilio Chilium. Schwefel! Scharfe Schläge. Trete zurück. Scheu, schnell.
interessant. Scheint zu klappen. Ausdauersport. Damit du nicht so schnell außer Atem bist. Hm. War es doch so einfach? Ihr habt keine Vorstellung von dem wahren Preis. Keine Ahnung, was es erfordert. Welche Überwindungen, um solche Magie zu wirken. Vielleicht nicht. Doch. Genug. Es ist getan. Ja. Zögern wir nicht. Provozieren und beleidigen, ne? Ja. Wir haben unsere Aufgabe in der Bastion der Zakarun. Bringen wir es zu Ende. Super. Ein Schritt von dem Akt abgeschlossen, oder? Auf zum nächsten Akt. Teil Dingsbums. Ja. Beflecktes Fleisch kommt als nächstes. Es ist dann dort im Süden. Alles klar. Dürfen wir hier hinreißen? Oder die haben doch hier, sind fertig, ne? Ja. Oh, okay. Wir sind bei 30 Minuten. Das heißt, wir treffen uns das nächste Mal hier wieder in den Ruinen von Rakats Feste Innenhof, um dann hier zum beflecktes Fleischauftrag zu gehen, reiten. Dann vergesst bitte nicht, also wenn ihr wollt, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Das hilft meinem Kanal aus. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die nächste Folge anschaut. Tschüssikowski und bye bye.